Moin moin und zurück zu einer neuen Folge Sky Hill. Ich hoffe, ihr habt den Kaffee bereitgestellt. Ich habe jedenfalls keinen einstecken. Doch, ich habe einen einstecken. Mit ein bisschen Milch könnten wir uns jetzt einen Cappuccino craften. Und ich hoffe, dass mir das Spiel mitten in dem Part nicht wieder abkackt. Dann hätten wir nämlich tatsächlich mal ein bisschen Part am Stück oder einen Run mal am Stück einigermaßen. Mutantenblut? Was ist hier? So ein Viech? Wir gehen auf den Kopf. Verfehlen. Gehen trotzdem auf den Kopf. Verfehlen. Und gehen wieder auf den Kopf. Meine Fresse, so schwer ist es nicht. Haben Brecheisen. Speed 7, Dex 6. 7 bis 8. Bringt uns das mehr? Also im Moment noch nicht, ja. Aber wenn wir jetzt hier einen auf Dex setzen, das könnten wir machen. Bringt es uns immer noch nichts. Das ist natürlich schlecht. Ja, und wir müssen was essen. Also ich hätte gerne ein bisschen gewartet, bis wir uns hier vielleicht mehr craften können. Da braucht man einen Schlüssel. Was haben wir hier? Auch einen Schlüssel? Teil eines Fotos. Haben wir auch schon. Wasser. Klebstoff, kleiner Verbandskasten und nichts. Weiß nicht, ob wir uns da jetzt so viel nehmen, indem wir uns runterfahren. Eine Münze. Lumpen. Ich hätte echt gerne mal eine bessere Waffe. Das ist wirklich traurig in dem Fall, dass wir hier nicht dazu kommen, uns eine bessere Waffe zu craften. Bleib stehen. Wieder ein Holzstück, wieder Mutantenblut. Das ist doch ums Verrecken. Wir haben so viel Kram, aber wir haben nicht den Kram, den wir brauchen. Ja, ich habe auch Hunger. Das war jetzt nicht ganz so toll. Ich nehme mal das Verbandszeug. Und esse halt leider auch mal die Pilze. Was bleibt uns denn anderes übrig? Wieder Lumpen. Das ist echt verhext. Kann das sein? Ich meine, wir kriegen hier, das ist ja jetzt kein Geheimnis, wir kriegen hier wahrscheinlich demnächst echt stärkere Gegner. Und unsere Waffe, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Wir essen die Konserve. Aber es könnte echt besser sein. Klinge und Metallteile, das ist es nicht. Das könnte uns echt das Genick brechen hier. Und überall diese Räume mit den Schlüsseln, verdammt. Käse. Küchenmesser. Wenn wir jetzt, glaube ich, Käse und Brot haben, dann könnten wir hier in der Küche uns Käsetoast craften. Ziegelstein. Hier bräuchten wir Isolierband. Wir bräuchten immer noch den Stock Kruzifix. Wasserverbandszeug und einen Fisch. Ich benutze auch einfach das Verbandszeug direkt. Ich weiß mir sonst nicht zu helfen. Okay, da ist einer erhängt worden. Warst du das, du Pimmel? Leg dich gleich mal schlafen. Leer. Brot und Butter, Mutantenblut.
Und ein alter Mann. Können wir den hier... Es ist alles Lüge. Und er hat hier was in seiner Tasche. Einen Schlagring? Da brauchen wir Geschwindigkeit 10, Schaden 4 bis 9. Da könnten wir einiges machen. Sofern wir den denn mal ausrüsten könnten. Wie gesagt, Brot und Käse, da sollten wir uns was craften können. Und das können wir auch hier direkt machen. Geile Sache. Aber diese Schlüssel, Leute, diese Schlüssel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist jetzt nicht so gut, oder? Fuck, ey. Fuck. Autsch. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir hier... dass wir hier nicht so verfehlen, Mann. Aber wir haben extra Aktionen, das ist gut. Wow, haben wir extra Aktionen. Und wir verfehlen. Wir verfehlen nochmal. Ja, aber noch ein Treffer. Huh, komm. Wow, was war das für ein Riesenviech, ey. Ziegelstein. The help never came. I wander through the streets day. Okay, den hatten wir auch schon. Ich müsste jetzt mal echt einen Verbandskasten nehmen. Kleiner oder großer? Eigentlich bräuchten wir den großen langsam mal. Wow. So, wir bräuchten noch ein paar Punkte, um ein neues Level abzubekommen. Das könnten wir dann, glaube ich, echt gut nutzen dieses Mal. Großer Verbandskasten, nice. Kleber. Zeitungsfetzen 3. Er härtet sich der Verdacht, dass es sich bei der Mordserie möglicherweise um Ritualmorde handelt. Der Mörder aber in jedem Fall unter einer schweren psychischen Störung leidet. Haben wir schon gelesen. Jeder dokumentierte Mord wurde mit einer selbstgebauten Waffe begangen, was den Verdacht nahelegt, dass der Täter ein erfahrener Handwerker oder Mechaniker ist. Die Tatwaffe selbst ist durch diese Umstände schwer zu beschreiben. In den Medien ist der Täter bereits als... der Mechaniker bekannt. Das könnte tatsächlich wirklich ein Hinweis sein auf uns. Ich... Oh Mann, ob das echt so ein Plot-Twist ist? Hier ist gar nichts. Und ob wir mal wieder eine neue Nachricht bekommen von Shit as Joe? Deine Hand sieht nicht mehr ganz gesund aus. Kritischer... Autsch. Natürlich holt er hier erstmal aus. Macht nichts. Schlag ruhig mit deiner... gesunden Hand zu. Fuck, Mann. Der trischt uns hier ordentlich eine rein. Und es reicht halt nicht ganz, selbst wenn wir auf den Kopf gehen jetzt. Nein! Geh doch sterben! Boah. Und der spuckt uns hier nochmal voll. Aber wir haben ein Level-Up, das heißt, wir könnten jetzt... Wir könnten jetzt tatsächlich Punkte in Geschwindigkeit legen. Was jetzt schade ist, weil wir eigentlich so viel schon in Schaden gelegt haben. Ich blick noch nicht ganz durch. Ich blick besser durch als vorher. Wir machen's. 4 bis 9. Und haben einen Schaden von 6,5 bis 11,5. Haben hier 12,1 bis 13,1. Das ist immer noch besser. Scheiße. Yo, das war dann nicht ganz so clever.
Wir nehmen den Verbandskasten. Wie gesagt, ich blicke ein bisschen besser bei den Waffen durch, aber so ganz verstanden habe ich es dann wahrscheinlich immer noch nicht. Beziehungsweise ich tue mir eben schwer, vorher zu sehen, ob uns das was bringt. Und wir finden einfach keinen Stock. Ich weiß nicht, was das ist. Das tut mir so leid. Einer von uns muss es hier lebend rausschaffen. Ich habe was für dich versteckt. 60. Stock. Okay. Stiletto bringt uns leider nichts. Schade, dass wir das hier auch nicht tauschen können. Ich esse mal einen Fisch. Schmeiß den mal weg. Geh mal weiter hier runter. Geilo! Ich würde gern weiter auf die Hand. Und uns reicht ein 6er, komm. Nice. Antibiotika. Eine Münze und ein Holzstück. Wie soll es auch anders sein? Ach. Gib doch mal einen Stock her. Eine Zwiebel. Ich fress eine Zwiebel. Ihr seht schon, wie verzweifelt ich bin. Wieder ein Generator. Zahnräder bräuchten wir. Wir verlieren eben Essenspunkte, wenn uns das nichts bringt. Wir könnten hier einmal ein Gegengift craften. Das machen wir auch für alle Fälle. Fressen ein Stück rohes Butter. Ein rohes Stück Butter so rum. Cola-Metallteile. Wieder Antibiotika. Also es ist echt scheiße. Ich würde so gern mal ein bisschen craften hier in dem Spiel. Aber es macht so noch keinen Sinn. Wir haben Draht. Wofür hatten wir den denn? Ja, um das Rohr zu bauen. Toll. Oh, wir können uns Schlüssel bauen, Metallteile und Zahnräder. Generatoren sind wir jetzt auch nicht so der Reißer. Chemikalien. Isolierband aus Lumpen und Kleber, sagt das doch. Aber das geht natürlich nur in der Zuflucht. Isolierband brauchen wir hierfür, okay. Isolierband, Bettstufe 2. Ich brauche jetzt halt gar nichts beim Bett. Oh, aber wir können hier bestimmt eigentlich auch... Leute, ich bin retarded. Ich bin einfach retarded. Überlegt mal, wie viele Bretter wir hier haben. Okay, wir gucken den Raum noch durch. Und dann geht's auf in die Zuflucht. Das ist doch nicht normal, Mann. Ich bin so dämlich. Wir bauen das Gleiche nochmal. Bauen uns... Wir bräuchten noch ein Isolierband. Bauen uns das. Setzen hier den... Bringt uns der überhaupt noch was? Wir haben hier schon Schaden 12.1 bis 13.1. Okay. Ich mach's trotzdem mal. 12 bis 11. Oh, nee. 5 bis 14... Der 7 bis 8 und wenn man ausgerüstet haben, mehr. Ja. Aber wir könnten die Küche upgraden. Das machen wir auch. Ihr seht nämlich, dann können wir uns hier einiges mehr nochmal an Nahrung craften. Wir bräuchten jetzt eine Frucht für den Fisch. Können wir hier irgendwas machen? Wir können den Fisch braten. Das bringt uns schon mal was. Wir könnten uns einen Cocktail bauen. Das machen wir auch.
Und dann können wir eigentlich mit Salat und Brot, wir können hier alles Mögliche eigentlich jetzt craften. Viel mehr als vorher. Werkbank, wir bräuchten Nägel. Können wir irgendwie Nägel craften? Können wir mit Metallteilen upgraden unsere Werkbank? Könnten die auch nochmal upgraden? Beziehungsweise könnten auch die Küche nochmal upgraden? Und können jetzt... Oh Mann, wow, können wir viel Zeug hier machen. Okay. Okay, okay. Bräuchten einen Draht, um die Werkbank nochmal abzugraden. Und Isolierband für das Bett. Das machen wir auch mal. So, bräuchten die hier immer noch Draht. Isolierband und Draht macht ein Kabel. Was macht ein Draht? Metallteile? Okay. Gut, haben wir hier schon mal jede Menge... Haben wir noch Stöcke? Nö, haben wir nicht. Okay. Ich würde sagen, wir essen den Fisch, trinken den Cocktail und... Oh, wartet mal, Werkbank. Wir könnten noch gucken. Wow, was wir jetzt an Waffen machen können. Sternenmesser, Schaden 32. Dexterity 14, Stärke 11, Geschwindigkeit 18. Boah, das wäre echt eine Überlegung. Oder aus drei Katan. Wie machen wir denn Katar? Okay, da bräuchte es ein bisschen was für. 14 bis 22. Eine Kreissäge, die wir nicht mehr haben. Die haben wir in dem vorherigen Run verloren, ja. Schlagring mit Stacheldraht. Klingt auch nett. Also wir können hier schon... Können wir mit unserem Hammer zu dem... Kommen wir hier zu diesem zweiten Hammer? Was ist das? Hakenschwert. Draht und eine Tonfa. Was auch immer das ist. Okay. Wie kommen wir denn zu dieser Axt? Mit der Axt? Wie kommen wir denn zu der... Ich will wissen, wie ich da hinkomme. 10 bis 15, Isolierband und ein Beil. Wie kommen wir denn zum Beil? Okay, ich sehe schon, wir können hier noch nichts machen. Aber wir haben eine ganz gute Chance, hier was zu reißen. Leer. Kaffeebohnen, einen Mob, Käse und ein Holzstück. Boah, das ist ja klasse. Wir bräuchten jetzt natürlich noch ein Brot, dass uns das was bringt. Butter haben wir. Können wir uns noch einen Kaffee craften? Ja, können wir. Ach, aber wieder nur in der Zuflucht, okay. Aber ich bin ja echt froh, dass wir zumindest uns das Crafting jetzt mal ein bisschen anschauen konnten. Das ist schon mal echt was wert. Münze, Klebstoff. Und es reicht echt schon, wenn wir hier auf den Korpus gehen. Salat, nichts. Lumpenklebstoff. Wie viel braucht man denn fürs Level Up? Das ist ein bisschen was, ja. Also für eine neue Waffe bräuchten wir auch echt erstmal... Einige XP hier nochmal. Wieder eine Münze. Ich weiß nicht, hatte Shit as Joe gemeint, im 60. Stock wäre noch was? Und wir hätten uns auch Draht craften können, ich weiß, ja. I can't help seeing the faces of my family. Den hatten wir auch schon im ersten Versuch.
Oh, oh. Und ich kenne die aus dem privaten Run. Das sind die Viecher. Das sind die Viecher, die uns anspülen können, im schlimmsten Fall. Ich würde deswegen versuchen, den letzten Schlag vielleicht auf den Kopf zu setzen, in der Hoffnung, dass der Bauch nicht aufplatzt, wenn wir auf den Kopf treffen. Und es scheint, glaube ich, so zu sein. Ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel vielleicht kennt, ihr könnt mir ja mal sagen, ob das so ist, ob die hier nur ihre Grütze auskotzen, wenn wir ihnen hier als Last Hit auf den Bauch haut. Oder ob das egal ist. Und shit ist, Joe sagt danke. Wofür? War er jetzt dieses Wesen und er hat sich bedankt, dass wir seinem Leiden ein Ende bereitet haben? Boah, ich fange hier echt an herum zu philosophieren. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Was können wir eigentlich überhaupt mit Ei machen? Ist hier irgendwas, wo das Ei reingehört? Ei und Wasser? Ah, wir können gekochtes Ei machen. Ich trinke mal einen Kaffee. Und nehme meinen Verbandskasten. Ist jetzt nicht die schlechteste Entscheidung. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht den Run mal ein bisschen länger. Ich will jetzt echt gucken, was hier rauskommt. Weltenenzyklopädie, 7. Auflage. Die neue Pest ist ein mutierter Stamm von Yersinia pestis. Registriert unter der Nummer 1839. Der Infektionsvektor des Virus ist Luft und hat eine potenzielle Reichweite von 45 Metern. Überträgt sich aber auch durch Tröpfcheninfektion, Kontakt mit anderen Körperflüssigkeiten oder einem passenden Infektionsherd. Die Inkubationszeit beträgt 5 Tage. Als Symptome manifestieren sich schwarze Flecken am ganzen Körper. 2 Wochen nach der Infektion bilden sich Nekrosen in den Organen des Patienten. Nach 3 Wochen führen Nekrosen im Gehirn zum Tod. Die Mortalitätsrate beträgt 97%. Die verbliebenen 3% haben eine angeborene Resistenz gegen die Krankheit. Selbst resistente Menschen sind immer noch Träger des Virus und machen sehr unterschiedliche Krankheitsverläufe durch. Einige erleiden nur partielle Nekrosen und die daraus resultierenden Folgeschäden. Andere haben nur mit milden Symptomen und einem harmlosen Krankheitsverlauf zu rechnen. Als potenzielle Träger müssen auch resistente Individuen dringend isoliert, dekontaminiert oder gegebenenfalls eliminiert werden. Und das sagt uns hier schon einiges Neues aus. Über das Virus, das wir haben. Oh, geile Sache. Und ich habe hier, ups, das Toast vergessen. Lumpen wieder und leer. Ich würde vielleicht demnächst auch nochmal hoch ein bisschen mehr Essen craften. Zahnräder. Lumpen. 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 Nichts. Oh, so einer wieder. Und wir brauchen gar nicht mehr viel bis zum nächsten Level-Up. Schlag ruhig mit deiner gesunden Hand zu. Komm, gleich kommt doch die Fette hier, oder? 0,2! Willst du mich verarschen? Spuck's doch einfach aus. Metallteile, Münze, Wasser und leer. Also echt nicht mehr viel. Es ist echt die Überlegung dann, was wir damit machen. Wir könnten jetzt... Ja, aber wir haben zu wenig Speed. Das bringt uns nicht viel. Stacheldraht. Können wir hier Stacheldraht craften? Scheinbar. Was würde das bringen? Wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn jetzt? Ich suche den zweiten Schlagring. Nietenschlagring. Wieder Nietenschlagring. Okay.
leer. Antibiotika und ein Fisch. Ja, der ist eigentlich kein Problem mehr für uns, würde ich sagen. Da hauen wir zweimal drauf, dann ist der schon... Geschichte. Wir haben Level Up, Metallteile, Mutantenblut. Wassermelone, Nüsse und ein Verbandskasten. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wenn wir nicht genug Geschwindigkeit haben und wir craften das trotzdem, dann müssten wir doch eigentlich die 10 bis 15 haben. Und wenn wir es dann nochmal weiterentwickeln? Der Zerschneider? Dexterity. Wir könnten natürlich gucken, ob wir hier bei den Stärkewaffen bleiben. Isolierband bräuchten wir hier. Und den Stacheldraht. Da hätten wir Schaden 6 bis 24. Stärke 18. Das reicht nicht ganz, aber... Boah, schwierige Entscheidung hier mit den Waffen. Ich würde sagen, ich gehe hier noch ein bisschen weiter runter und dann craften wir uns vielleicht erstmal noch ein bisschen Essen zusammen. Ein Schlüssel und ein Stab. Schokolade. Lumpen. Notration. Einen Raum würde ich mir gerne noch angucken oder zwei. Vielleicht wird mir das ja wieder zum Verhängnis, wer weiß. Hier ist nichts. Okay, einen gucken wir uns noch an. Heilige. Nicht sicher, ob das jetzt gut war. Wir müssen aber kämpfen. Kritischer Treffer. Die kann nämlich, glaube ich, auch eine Doppelattacke ausführen. Und das wollen wir nicht. Autsch. Genau, nehme ich das hier. Das ist echt unschön. Schaden von 15. Go. Komm. Und 118 XP. Metallteile. Wir brauchen einiges bis zum nächsten Level Up. Will ich das schon nehmen? Ich glaube nicht. Wir haben noch eine Notration. Ich esse die mal. Einen Stock! Jetzt kriegen wir einen Stock! Aber ich war auch wirklich blöd, dass ich hier nicht auf die Idee gekommen bin, die Holzstücke zu craften. Wir gehen noch eins runter. Sollen wir einfach noch bis zum 50. machen, Leute? Sollen wir es bis zum 50. angehen? Ach komm. Wasser. Und nichts. Ich würde sagen, wir gehen bis zum 50. Und dann würde ich echt nochmal hoch in unsere... In unser VIP-Zimmer, in unsere Zuflucht. Du wieder. Schlag ruhig weiter mit der gesunden Hand zu. Macht mir nichts. Autsch. Nein, und wir verfehlen. Es bringt uns auch eigentlich, war das eine blöde Idee. Denn so viel Schaden machen wir noch nicht. Aber wie gesagt, ich würde jetzt noch bis in den 50. Stock gehen. Und dann ist halt die Überlegung, ob wir uns da einfach ein bisschen Essen craften. Und ich würde sagen, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Wir haben jetzt doch schon einiges gefunden hier. Und ich hoffe, dass sich das nochmal auszahlt. Einer von der Sorte wieder. Und der Schnee von gestern. Nichts.
Mutantenblut? Why do I keep doing this? Den hatten wir auch schon. Jo, und hier haben wir nochmal einen Schlagring. Ich würde tatsächlich sagen, 50. Stock. Wir fahren mal hoch. Craften uns hier einen Kaffee. Machen uns hier ein Brot. Was können wir noch machen? Ups. Könnten das Ei hier und den Fisch braten. Könnten uns einen Obstsalat machen. Und ein Käsebrot. Und ein Butterbrot. Und damit sind wir erstmal nahrungstechnisch echt gut versorgt. Hätt's die Waffen. Draht und eine Tonfa. Ich weiß nicht. Können wir hier eine Tonfa machen? Können wir hier irgendwas machen? Wir können uns noch einen Verbandskasten craften. Das machen wir auch. Wir können uns auch nochmal Gegengift craften. Nochmal. Und nochmal. Müsste eigentlich erstmal reichen. Bauen uns hier von eins. Jetzt hier können wir... Unser Bett bringt uns nicht viel. Wir könnten hier einmal Nägel craften. Und könnten unsere Tür auf jeden Fall mal verstärken. Einen Generator bräuchten wir, um die Werkbank abzugraden. Eine Batterie für die Küche nehmen wir. Küche ist vollständig abgegradet. Jetzt einen Generator. Können wir den hier irgendwie aus einer Batterie craften? Draht. Es ist ein bisschen viel. Das schaffen wir, glaube ich, nicht auf einmal. Und ich würde auch sagen, dass wir uns vielleicht noch gar keine andere Waffe jetzt hier aneignen. Oh, aber hier bräuchten wir nur... Und Dexterity 16. Wir sind aber echt weit davon entfernt. Mechanische Axt 14 bis 19. Oh, ist das geil. Wir könnten versuchen, als nächstes da drauf zu gehen. Dexterity 12. Stärke 8 haben wir. Geschwindigkeit haben wir. Ja, das könnte eine gute Sache sein. Ich craft mal einen Stock und dann bräuchten wir das hier, indem wir einen Draht craften. Wo ist sie jetzt hier, die Axt? Mechanische Axt, wir brauchen noch die Zahnräder. So, wo ist sie denn jetzt? Nochmal, hier. Nee. Das ist sie hier. Die könnten wir jetzt craften. Dexterity 12, Stärke 8 haben wir. Speed 6 haben wir. Dexterity kriegen wir nicht ganz voll. Ist die Frage, wollen wir die direkt craften? Oder warten wir? Ich crafte die mal direkt. 9,4 bis 12,7, wenn wir soweit nichts ausgerüstet haben. 9, 4, 12, 7. Und wenn wir hier jetzt auf Dexterity gehen... Ich pump da jetzt mal alles rein. Und siehe da, die macht Schaden. 22,5 bis 27,5. Geile Sache. Jo, und ich würde sagen, damit belassen wir es jetzt hier. Und gehen im nächsten Part neu hier rein. Ja, wobei wir könnten hier, wir könnten schlafen. Das machen wir auch. Wir schlafen 4 Stunden. Während ich schlief, ist nichts geschehen. Wenn man die Umstände bedenkt, ist das eine gute Nachricht. Jo, okay, wir sind also wieder fit. Wir könnten ein bisschen was essen, zum Beispiel ein Käsebrot und einen frittierten Fisch. Und dann würde ich sagen, geht's munter im nächsten Part weiter. Bis dann. Ciao.